Weiter im Text hier bei Luigi's Mansion 2. C5 ist dran, das Stück zum Glück. Ein Bauteil fehlt uns noch. Dann ist die vermaledeite Uhr endlich repariert. Und weißt du was? Ich weiß auch schon genau, wo es sich versteckt. Luigi, da bist du ja. Toll, wie du dich immer so anschleichst. Wir haben nun beide Uhrzeiger, fehlt nur noch das Kurbelrad. Dann können wir endlich das Uhrturmtor reparieren. Das Finstermondstieg ist laut Paraskop immer noch dort oben. Doch wir müssen uns sputen. Ich registriere auch eine verstärkte Spukaktivität im Ostabschnitt des Ingenieurhofs. Da waren wir noch nicht. Sehr wahrscheinlich lagert das Kurbelrad irgendwo dort. Die Geister haben alle Türen verbarrikadiert, aber keine Angst. Wir kriegen dich da schon hinein. Es gibt dort nämlich eine weitere Voxelstation. Dort werde ich dich hinschicken. Genau mitten rein ins Chaos, weißt du, Luigi? Wer weiß, vielleicht putzt du ja in eine Geistergeburtstagsfeier oder so. Tja, mal schauen. So sieht das Kurbelrad aus. Schön die Augen danach offen halten, ja? Könnte ich da nicht irgendein Kurbelrad nehmen? Schaut wie jedes Standardkurbelrad aus. Fertig? Du Geisterschreck. Dann zum Angriff. Auf sie mit Geflüster. Oh yeah. Auch die Texte sind auch immer cool. Passen auch irgendwie immer gut zu den Levels. Richtig gut gemacht. Der schaut mir auch neu aus. Ein bisschen verbesserte Version von der alten, die wir kennen. Okay. Das hat hier uns Probleme gemacht. Ich konnte hier X drücken. Warte mal, kann ich das hier irgendwie insaugen? Ich kann hier X drücken. Ich konnte X drücken. Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Hier. Super, das ist ein Guckloch. Dem fange ich nichts an. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nee, nee, nee. Hier ist die Voxelstation. Das ist wieder so eine uralt Voxelstation, wo wir den Toad hier... Der Prototyp, genau. So haben wir auch den Toad hier damals... Oh. Zurückgebracht. Na gut. Irgendwie kommt mir das komisch vor, dass hier gar nichts versteckt ist. Oh, warte mal, hier ist ein Juwel. Ach so, hier drüben. Kann ich es ansaugen? Nein. Gute Frage, wie komme ich da an die andere Seite rüber? Ich schätze mal über diesen Lift hier, der noch mehr oder weniger kaputt ist. Nein, ansonsten komme ich hier nicht dran. Drüben ist auch mehr oder weniger die Wand schon relativ kaputt. Kann ich mich auch nicht reinsprengen, nehme ich mal an. Oh, oh, warte mal. Bevor ich hier mitfahre. Jo. Fahre ich mit. Okay. Keine Angst, Luigi. Siehst du, brauchst doch keine Angst zu haben. Der tut dir doch nichts. Das Spiel meint hier rein. Ich schau mal rein. Da unten ist er. Ah, cool. Bekommen wir mehr zu sehen. Eine Geisterunterhaltung. Nach einer Geburtstagsfeier schaut es hier nicht aus. Obwohl hier schon nicht so wenig da sind. Hier ist Nummer 3. Oh, der hat mich gesehen. Och, ja. Oh, geil. Sehr gut gemacht. Was will denn der Professor dazu zu sagen? So, was? Wir müssen in dieses Lager hineinkommen. Heureka, wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich hatte doch einen Todassistenten in den Ingenieurshof geschickt. Er sollte die Kameralinsen polieren. Warte, vielleicht kann ich dir helfen. Er scheint in die Gleichlaufkammer gelaufen zu sein. Ach, wie konnte ich den Kleinen nur vergessen? Der arme kleine Racker. Es muss schlimm sein, für mich zu arbeiten. Oh ja. Also,
Ich würde gerne mal den Stundenlohn, den dieser Toad hier bekommt, erfahren. Ob er unterbezahlt wird, ich weiß es nicht. Oh ja, yeah, jetzt geht's rund. Gut, ich kann mir hier noch nicht ganz vorstellen, wo ich zuerst anfangen soll zu suchen. Ich meine, ich gehe aber lieber halt mal hier durch die Tür durch. Oder bin ich von hier gekommen? Nein. Lastenaufzug. Jawohl. Hier sind wir goldrichtig für... Oh yeah, Geld ohne Ende für dieses Juwel hier. Für den Klunker. Warte mal, aber ich komme hier nicht runter. Ich kann hier nichts weitermachen. Okay, vielleicht kann ich hier was reißen. Okay, hier kann ich auch nur mitfahren. Hey! Warte mal. So. Auspusten, jawohl. Sieht doch herrlich aus. Nein! Oh, okay. Puh! Interessant. Hier vielleicht? Jawohl, hier ist eine Tür. Okay, schon langsam komme ich mir vor wie in einem Irrgarten. Was, ich komme nicht zurück hier? Kommt her, ihr Biester! Ach so, ich Idiot, ich muss ja ausrollen, natürlich. So, jetzt aber. Jetzt kann ich in Ruhe diese Geister einsaugen. Okay, ich hoffe mal, dass das ein Geheimnis ist hier. Warte mal, wie könnte ich eigentlich goldrichtig sein für... gute Frage, für was eigentlich? Für das Juwel vielleicht? Nein, hier ist eine Nein, ich habe die Maus verpasst. Ach, Mäuslein. Schade. Oh Mann. Was es hier alles zu erkunden gibt. So viel. Oh, hier oben schläft wer. Oh, den kann ich so nicht aufwecken. Hier wird auch... Nein, 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 natürlich nicht. Das ist nur der Rückweg. Hier ist nix. Mal sehen, den goldenen kann ich auf jeden Fall brauchen. Oh yeah. Golden explodiert viel schneller. Hey, hey, hey. Ach, ich glaube, zwei Goldbahnen sind verloren gegangen. Hier komme ich auch nicht weiter, wie es aussieht, oder? Diese Nägel. Ah, hier. Ah, alles klar. Okay. Jawohl. Jetzt hier rüber. Oh, oh. Hört sich zumindest gut an. X kann ich hier drücken. Oh, das ist eine Kiste gewesen. Die habe ich gar nicht erkannt. Gut. Was kann ich hier noch machen? Hier komme ich nicht vorbei, wie es aussieht. Ah, warte mal. Jetzt kann ich oben entlang. Aber natürlich. Nein, hier ist nichts. Okay. Dann gehe ich einfach mal oben lang. Das müsste passen. Seht ihr die Maus da hinten? Dann muss es doch... Da ist noch ein Goldbahn. Jawohl. Wie ist die Maus da hinten hingekommen? War das die gleiche Maus von vorhin? Keine Ahnung. Ich werde hier mal mitfahren, wenn das möglich ist. Jawohl. Muss auch möglich sein. Vielleicht sollte ich nicht allzu lange mitfahren. Das hier schaut nicht gerade einladend aus für Luigi. Oh, zuerst absaugen, genau. Und jetzt öffnen. Geht nicht. Hier durch? Kann ich hier nicht länger mitfahren? Nein, geht nicht. Okay, dann eben nicht. Oh, hier ist der Knochen. Bisschen Kohle. Ist ein Lasertyp, der andere ist ein Krawalltyp. Ich werde mir aber trotzdem beide auf einen Schlag holen. Oh, doch nicht. Verdammt, ich Idiot, habt ihr es gesehen? Der eine ist jetzt aufgewacht.
Der Goldene ist jetzt weg. Shit. Ich hätte mich da durchschleichen müssen. Ja, das ist gut, das ist gut. Dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. So, dann schauen wir, was hier in den Spins drin ist. Hinten, super, nimm aus. Lux mir wieder 5 HP ab. Aber der goldene Geist ist trotzdem noch da, wie es scheint. Ja, super. Dumme Maus hier. Ah, hat mir jetzt alles geraubt. Na, viel hat es nicht gegeben. Oh nee. Na gut. Schauen wir mal die ganzen Zeitungsblätter. Ui. Jawohl, ja. Hier ist nichts drin. Dann kann ich eh nur hier hochfahren. Aber für was all die Mühen hier? Was gibt's hier so Großartiges versteckt, dass ich hier so lange... Ach nee, nicht wirklich, oder? Okay, hier ist gar nichts. Anscheinend echt gar nichts. Verdammt. Nein. Das heißt, das war nur optional. Hier kann ich echt nichts machen. Gutes Versteck. Geiles Secret. Sehr nett gemacht. Komm, hüpf runter, Luigi. Schade, dass das nicht funktioniert. Aber hier ist eine Sackgasse. Oh yeah. Was ich? Nein. Die anderen? Ja, komme ich auch nicht rauf. Muss ich echt hier entlang? Aber hier ist ja die Tür versperrt, da brauche ich einen Schlüssel dazu. Achso, ich habe einen Schlüssel. Aber Mensch, blöd. Natürlich, im Spind war der Schlüssel, ich Idiot. Alles klar. Also gut. Alles in Ordnung, alles in bester Ordnung. Wir kommen gut voran. Kommen sogar sehr gut voran. Warte mal, ich konnte noch X drücken. Oh, da ist ein Herz drin. Habe ich das schon mitgenommen? Ich glaube nicht, nein. Sonst wäre meine HP-Leiste voll. Gut, nehme ich nicht mit. Kann ich nicht mitnehmen. Dann holen wir uns den Goldbahn hier noch. Und dann... Hier könnte eigentlich was versteckt sein, oder? Nein, aber versuchen wir es wert. Gut, was bist du für ein... lieber Mechanismus hier? Oh. Oh, eine Kuckucks... Oh! Geil! Ach, das ist eine gute Idee. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist... Was bist denn du hier? Na gut, hier ist nix. Oh, eine Spinne. Oder ganz gemein. Und hier ist der Todassistent. Oh yeah! Da ist der kleine Racker. In dem Bild gefangen. Was bewirkt ihr hier? Okay, ich muss hier wahrscheinlich die Zahnräder richtig stellen. Aber ich brauche noch ein drittes Ventil. Oh, das ist noch nicht da. Ja, diesmal war es logisch. Langsam werde ich es doch gewohnt, wann was kommt. Oh, nee. So, der letzte noch kommt. Jawohl, rein mit dir. So. Ich glaube, ich muss dem ein bisschen nachdrehen. So, jetzt müsste es passen. Hier ist ansonsten gar nichts mehr. Nein, kann ich gar nicht einsaugen. Hier ist auch nichts drin. Oh nee, ich bin ja nicht erwischt. Oh, ein paar Goldbahnen versteckt. Komme ich da oben hin? An die drei Münzen. Das würde mich interessieren. Denn vielleicht haben die mehr zu bieten als den Effekt von drei Münzen. Vielleicht ist da oben auch was anderes noch. Nein, hier komme ich nicht rauf. Keine Chance. Nein, hier ist nichts. Gut, komm raus, Toadie. Ach, das schaut immer so toll aus, wenn das Bild voller Farben ist dann. Oh, da ist der kleine Racker. Luigi? Der große Luigi? Oh mein Gott! Ich meine, es freut mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich bin Ihr größter Fan, wissen Sie? Bitte! Sie sollen mich retten und ich dachte schon... Was dachte er?
Verdammt. Oh, Sie wollen ins Lager? Klar, sicher gerne, nur dürfte ich Ihnen zuvor etwas sagen, etwas über mich? Sie müssen wissen, ich habe panische Angst vor Uhren. Bitte nicht lachen, halten Sie mich nur fern von großen Uhren und Zahnrädern, ja? Also Kurbeln gehen, jawohl, top. Glauben Sie mir, hier ist es für mich wie in einer Geisterbahn. Gut. Dann komm mal mit. Och, der schreckt sich jetzt schon, obwohl nichts da war. Oh, nee. Ja, ich hab euch. Beide. Dann kommt ihr mir nicht. So. Jawohl. Schön das Gold hier mitnehmen. Oh yeah. Kleiner Toadie, renn nicht davon. Keine Angst hier, du bist doch schon gerettet. Der große Luigi ist da. Hoppla. Falsche Richtung. Hier durch. So. Gut. Du darfst vor, Toad. Jetzt bin ich gespannt, wie er durchkommt. Kommt er gar nicht durch? Ach so, ich muss oben über das Förderband drüber wahrscheinlich, oder? Hm. Wie komme ich da zu dem Förderband da oben? Ich muss ihn hochschießen vielleicht? Ja, das ist ein Schalter, alles klar. Okay, viel Spaß, Toad, da oben. Ja. Yeah. Geil. Hier lässt sich winken. Hm, habe ich kein anderes Objekt? Da oben könnte ja irgendwie was versteckt sein. Oh, das ist ein Geist. Armer Toad. Armer Toad. Och nee, so süß. Oh, Luigi. Lass dich nicht erschrecken, ja. Hier sind zwei üble Typen. Gut. Jetzt haben wir den Toad hier auch. Vor, vor. Immer vor mit dir. Gute Frage. Wo muss ich jetzt am besten hin? Mit dem Toad. Willst du da hoch? Nein, hier runter? Da war ich noch gar nicht, genau. Die werden doch nicht nur lästige Mäuse sein, oder? Warte mal. Ah, hier ist eine Kiste versteckt. Na super. Oh, der Toad schreit schon. Was hat er denn diesmal erblickt? Jawohl. Was ist jetzt? Oh, ein Juwel. Okay, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Top. Hm, eins habe ich wieder übersehen. Schade. Und das wohl gewesen sein könnte. Hm, ich glaube, hier wird sonst aber nichts mehr sein. Das glaube ich das nicht. Ah, nee, nichts mehr. Hm, wie kriege ich den Toad jetzt darüber? Einfach rüberschießen, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Jawohl, das hat gut geklappt. Och, nee. Wer bist denn du? Du hast einen Hammer. Kann ich dich absaugen, abpusten? Nee, nee, nee. Der greift an. Ja, jetzt habe ich dich, aber. Drin kommst du nicht. Ah, shit. Nein. Nein. Ach, den zweiten nicht erwischt. So, ich blende ihn mal. Ja, jetzt habe ich beide. Top. Perfekt. So, wieder ausrollen. Und nun weiter. Hier hoch, hier hoch. Ich komm schon, Toadie. Keine Angst, der große Luigi ist da. Nicht der kleine, sondern der große. Er ist schon da. Was? Ich brauche erst den Fokus für den Toad anscheinend. Ja. Geh nur durch, Kleiner. Lastenaufzug. Vor Spinnen hat er keine Angst, oder? So ist hier ein so großes Netz. Nein, nicht durchgehen. Oh, nee. Das war nicht beabsichtigt. Ach so, warte mal. Ich habe da oben natürlich den Juwel ausgelassen, den wir im Spiegel gesehen haben. Aber wie komme ich da hin? Der Lastenaufzug ist tot. Vielleicht komme ich dadurch oben jetzt rein. Ja, was bringt das, wenn der runtergefallen ist? Hat das irgendwas ausgelöst? Oh, da ist er schon. Ist das der Originale? Ich glaube nicht.
Warte mal, da war was anderes noch. Oh, oh. Du bist auch hier. Den Tod haben sie gleich eingesperrt. Hier sind drei. Na, ich will noch warten. Hier ist der dritte. Jetzt. Nein. Jetzt. Jawohl, alle drei. Perfekt. Oh yeah, das gibt Gold. Oh yeah, drei mit Schaufeln. Geil. So, dich blende ich mal. Dich blitze ich mal. Damit du mal deine Schaufel verlierst. Nein. Ach nee, der hat noch eine Schaufel. Ah, wieso nimmst du den dritten nicht mit? Der stand doch direkt daneben. So, komm schon, Luigi. Du wirst doch jetzt alle drei schaffen, oder? Jetzt! Die Chance ist da, perfekt. Das war echt top. Oh nein, die nächsten. Oh, das sind unendliche. Oh, verdammt! Der hat mich erwischt. Ich werde nochmal warten. Jetzt aber. Top. Perfekt. Wieder im Dreierpack. 45 Herzen nur noch. Und das sind wirklich viele Geister hier. Die muss ich irgendwie auswickeln wieder. Ah, blenden. Blenden muss ich ihn. Verdammt. Ich muss ihn blenden. Los, weg hier, Luigi. So ging das mit den Mumien. Habe ich schon wieder vergessen. Alle drei im Dreierpack geblendet. Dung, dung, dung. Ups. Jetzt muss ich dich aber mal auswickeln. So. Verdammt. So. Ah, verdammt. Ah, gerade noch. Ach nee. 25 Herzen nur noch. Boah, da kommt schon alles auf mich zu. Schnell, Luigi. Lauf! Verdammt! Jetzt muss ich. Nein! Boah, war das knapp. Luigi, du bist verrückt. Du wahnsinniger Hund, du. So, den blenden. Und den Geist einsaugen jetzt, schnell. Ist egal. Jawohl, Herz! Ein Herz ist grandios. Gleich nochmals blenden. Und jetzt habe ich auch dich. Puh. Da nehme ich besser nicht den Dreierpack. Das wäre mein Schicksal, mein Ende gewesen. So. Jawohl. Nochmals ein Herz. 55 wieder. Puh. Gott sei Dank. Was will denn der Professor jetzt? Will er mir gratulieren, dass ich fast gestorben bin? Bravourös, Luigi! Nein, diesen violetten Unhold. Hast du es gezeigt? Wieso nur sah er so anders aus als die anderen Geister? Seltsam. Na, hoffentlich hat er das Kurbelrad nicht allzu gut versteckt. Weiter geht's. Ich nehme mal an, dieser violette Geist, der so ein bisschen... Hey, Toadie, komm mal her. Der so ein bisschen gestreift war. Vielleicht ist es ja so gelaufen, dass der andere Geister spawnen kann. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ah, ich trage halt den Tod die ganze... Ah, ich trage ihn hoch. Damit auch ja nichts passiert. Ach so, ich komme hier nicht mehr hoch. Dann komm mal hier mit. Ach so, das geht ja auch nicht. Wie komme ich dann an das Juwel jetzt dran, an das andere? Wenn ich hier nicht jetzt hoch kann... Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich will jetzt aber auch nicht dafür suchen. Bitte schön. Seine Schritte. Deswegen werfe ich mal den Tod jetzt hier rüber. Ich nehme mal aber an, dass hier auch für mich was dabei ist. Jawohl. Eine Brücke. Oh, weg hier. Ich muss hier... Meine Arbeit verrichten, Toad. Oh, verdammt. Da hat mich doch tatsächlich ein so ein Ding erwischt. Och, brauchst nicht traurig sein. Komm weiter hier. So, hier entlang. Oh je.
eigentlich genau auf den Screen geknallt. Und schaut. Ui. Ups. Schnell weg hier. Bevor mich der Tod hier erwischt. Ich weiß nicht. Ich sag's gleich. Oh, ein Bonusraum. Gut, gut. Schnell anschauen. Och nee. Das sagt mir doch gar nichts, was ich da tun muss. Jawohl, doch, doch. Ich hab schon die Idee. Ich bin richtig, ich bin goldrichtig. Hier rüber. Yes. Puh. Ob es dafür ein Juwel gibt? Okay, hier geht's nicht weiter. Das wäre fies gewesen, wenn hier noch was versteckt wäre. Oh, cool, wirklich ein Juwel. Geil. Welcher Oh, der mittlere. Dieser Klunker bist du also. Der fehlende. Oh, nicht traurig sein. Nicht weinen, Toad. Ich bin ja schon da. Hier wird nichts versteckt sein, nehme ich an. Nope. Wie komme ich hier jetzt weiter? Das wundert mich ein bisschen. Schaue ich mal auf die Karte. U1 und Kiki. Könnte ich den Toad hier raufschießen, dass das Gewicht runtergeht? Warte, ich probiere das mal. Ihn hier reinschießen. Das könnte funktionieren. Das schaut gut aus. Jawohl! Da ist sogar schon die Anzeige dafür. Yes. Okay, er kommt rein. Ich auch. Achso, es ist noch hier oben. Oh, wie süß. Ich will aber wieder hoch. Ich will das Juwel haben. Das muss ich mir wohl offscreen anschauen. Also, dann gehen wir hier dann lang. Mal sehen, was wir hier so finden werden. Da oben seht ihr es schon. Das Rad. Dann schaue ich mich hier noch um, ob es hier irgendetwas Wertvolles, irgendwas Sinnvolles noch gibt. Ja, ein Herz. Brauche ich zwar nicht mehr. Sinnvoll durchaus. Ansonsten ist hier wirklich gar nichts mehr. Truhe noch, ein bisschen Kohle. Aber kein Buhu. Genau, Buhu habe ich auch nicht gefunden. Also muss ich den Level sowieso nochmal spielen. Ach, nicht traurig sein, Toad. Oh ja, mach keinen Krab, Alter. Wo bist denn du? Ah, hier. So, ich muss nochmal kurz untersuchen. Gleich habe ich es. Und dann schieße ich dich hier rauf zum Zahnrad. Ich denke mal, so wird es funktionieren. Ich kann von unten rauf schießen und da reinschießen. Aber hier ist noch eine Tür. Hey, komm her. Vielleicht ist hier noch was Geheimes. Hey! Er zeigt mir was an. Hier ist aber nichts. Komm hierher. Nein! Was willst du? Ich hab schon angeleuchtet. Hab ich doch schon. Pusten? Nein. Strohblitz? Nein. Da wird nur mein Toad ein bisschen schwummrig. Na gut, ich schieß dich schon rein. Der will nicht mehr raus, der will zum Zahnrad drauf. Da hilft alles nix. Und er hat es. Jetzt müsste eigentlich gleich der Prof anrufen und uns rausholen. Wobei, ich muss ja den Toad auch irgendwie rausbringen. Die Mission dürfte noch weitergehen. Ich geht das Kurbelrad einer Uhr und ich habe es angefasst. Schrecklich. Können Sie mich bitte zum Raum mit dem Lastenaufzug bringen? Dort ist eine Voxelstation. Ich will nur noch hier raus. Gut. Also, es geht doch noch weiter. Interessant ist jetzt eigentlich die Voxelstation. Denn an sich kann die ja nur einen transportieren, was ich mich so erinnern kann. Also nur den Toad, schätze ich. Ach so, ja, und ich werde dann rausgewoxelt. Alles klar. So hat's funktioniert. Ist hier irgendwas? Nee. Toad? Wo bist denn du geblieben? Seht ihr ihn? Der steht einfach da und tut gar nichts. Na komm schon. Auf was wartest du? Du brauchst nicht weinen. Das tut dir doch nichts. Dieses Förderband. Okay. Kann ich dich jetzt hier rüberschießen? Jawohl!
Es hat funktioniert. Geil, das ist wirklich so gedacht. Yes. Traumhaft. Ja, zum Schluss habe ich aber doch noch sehr viele Juwelen gefunden. Nur ein paar fehlen mir doch noch. Also, wachsel dich raus hier, mein kleiner Racker. Ja! Und fort ist er. 2362 Münzen, wow, extrem viel, das ist fast ein neuer Rekord. Danke, dass du meinen Todassistenten gerettet hast, Luigi. Er freut sich schon drauf, seinen Kollegen aus den Efeu-Türmen wiederzusehen. Und natürlich danke, dass du das Kurbelrad gefunden hast. Sekündchen, bitte, ich hole dich zurück. Jawohl. Und er holt mich mit dem normalen Voxel-Teleporter zurück. Brauchst du nicht schrecken, wir haben uns nur abgeschlossen, die Mission hier. 25 Minuten, 23 Geister, geil. Verloren Herzen 100, um Gottes Willen, maximal 2 Sterne. Jo. So ist es auch, viel zu viele. Verloren 3 Juwelen sogar gefunden, wow. Ich denke, ich hätte noch ein viertes finden müssen, oder? Denn C5 wird der letzte Level hier gewesen sein. Das letzte Juwel hätte ich hier wahrscheinlich garantiert finden müssen. Oder gibt es das hier vielleicht nur in der Bonusmission? Glaube ich nicht. Gab es bis jetzt noch nie. Oh, der Prozessor, der freut sich. Ta-ta-ta-ta. So geil. Ganz ausgezeichnet, das hast du toll gemacht. Hast dich toll angestellt. Wo ist denn der Toad? Du den schon wieder knechten, der gute Professor hier. Armer Todsklave. Hoffentlich ist er nicht so wie es scheint ein Sklave. Hoffentlich wird er gut bezahlt. Aber nicht in Wunzen mit Geister, die auf den Tod gehetzt werden. Hoffentlich nicht. Der violette Teufelsbraten, den du gefangen hast, scheint stärker zu sein als die anderen Geister. Und dann dieses seltsame Muster, das hat er. Jedenfalls konnte mir auch dieser Tod nicht sagen, wie er in das Gemälde geraten ist. Er weiß nur noch, dass er von Bruce verfolgt wurde. Dann wurde alles schwarz. Er war jedenfalls sehr froh, dass er dir helfen konnte. Er ist richtig stolz drauf. Doch der wahre Held, Luigi, der bist du. Oh, da freut sich der Luigi. Toll, wie du das Bauteil zurückerbeutet hast. Einfach grandios. Nein, nein, behalt es. Das ist dein Ruhm. Schließlich brauchst du es auch noch für den nächsten Einsatz. Okay, ich brauche aber die 2 Zeiger noch. Denn, halt dich fest. Endlich können wir das Uhrturmtor öffnen und den Turm erklimmen. Nur eine Kleinigkeit müssen wir zuvor noch erledigen. Auch der zweite Tod hatte eine 3D-Aufnahme meines Sicherheitssystems dabei. Und sie ist noch ganz frisch. Hoffentlich erhalten wir durch sie neue Hinweise. Ich dekodiere sie rasch. Sag einfach Bescheid, wenn du dir sie anschauen möchtest. Gut, und das machen wir im nächsten Part von Luigi's Mansion 2. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.